Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs, PPÖ, zählen heute ca. 85.000 Mitglieder in mehr als 300 Gruppen in ganz Österreich. Damit sind die PPÖ eine der größten Jugendorganisationen Österreichs und Teil der weltweit größten unabhängigen Kinder- und Jugendbewegung mit weltweit über 30 Millionen Mitgliedern in mehr als 200 Ländern. Die PPÖ fördern Kinder und Jugendliche dabei, ihre persönlichen Talente und Fähigkeiten wahrzunehmen, zu entfalten und einzusetzen und unterstützen sie bei ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten. Die PPÖ sind eine demokratische, parteipolitisch unabhängige Kinder- und Jugendbewegung, interkonfessionell engagiert, umweltbewusst und offen für alle. Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs bilden junge Erwachsene in einem vierstufigen Ausbildungsprogramm zu Jugendleitern und Leiterinnen aus, damit sie ihren Aufgaben gerecht werden können. Sie sollen Kindern und Jugendlichen ermöglichen, ihre Freizeit mit Gleichaltrigen bewusst und sinnvoll zu gestalten. Alle Pfadfinderleiterinnen und Leiter sind ehrenamtlich und gemeinnützig in ihrer Freizeit aktiv. Im Jahr 2007 feiern die Pfadfinder ihr 100-jähriges Bestehen. Der Gründer der Pfadfinder, Baden-Powell, von den Pfadfindern BP genannt, veranstaltete 1907 das erste Pfadfinderlager auf der Insel Brownsea. Robert Baden-Powell wurde am 22.02.1857 in London geboren. Schon als Kind streifte er mit seinen Geschwistern durch den Wald und erforschte die Natur. Nach der Schulzeit, die er in einem Internat verbracht hatte, meldete er sich freiwillig bei der Armee und wurde Unterleutnant. Einige Grundlagen der Pfadfinderei, wie das spielerische Lernen und die Arbeit in Kleingruppen, waren bereits in seiner militärischen Ausbildungsmethode erkennbar. Im Jahr 1899 wurde sein erstes Buch mit dem Titel Aids to Scouting veröffentlicht, in dem BP für seine Soldaten seine Erfahrungen, die er aus der Zusammenarbeit mit den Einheimischen in Indien und Afrika gesammelt hatte, niederschrieb. Im selben Jahr wurde er wieder nach Südafrika versetzt, um im Burenkrieg die Stadt Mafeking zu befreien. Durch dieses Ereignis war er zum Nationalhelden Englands geworden und er entdeckte, dass die Jugendlichen dort sein Buch lasen. Mit 20 Jungen aus unterschiedlichen sozialen Schichten veranstaltete er das erste Paddylager auf der Insel Brownsea im August 1907. Dies gilt als Ausgangspunkt der Pfadfinderbewegung. Er teilte die Jungen in vier selbstständige Patrouillen auf und die Jungen kamen voller Begeisterung vom Lager zurück. Das motivierte ihn dazu, ein Buch für Jugendliche zu schreiben, Scouting for Boys, auf Deutsch, wie man Pfadfinder wird. 1910 fand das erste große Treffen in London statt, an dem über 10.000 Pfadfinder teilnahmen und für das sich auch Mädchen interessierten. Von da an kümmerte sich BPs Schwester Agnes um die Mädchen. Auch in zahlreichen anderen Ländern wurde Baden-Powells Konzept angewandt. 1912 machte BP eine Weltreise, um das weltweite Wachstum der Pfadfinderbewegung zu unterstützen und lernte so seine zukünftige Frau, Olave Soames, kennen, die genauso begeistert von dem Leben in der Natur war wie er. . 1912 gründeten Pater Köhler und Emmerich Papa Täuber die ersten Pfadfinder in Wien. In den folgenden Jahren bildeten sich weitere Pfadfindergruppen in allen Bundesländern. . 1913 beginnen Mädchen aus dem Maria-Hilfer-Lyzeum und dem Zivilmädchenpensionat als Pfadfinderinnen. Nach dem Ersten Weltkrieg fand 1920 das erste internationale Pfadfindertreffen, genannt Jamboree, statt, an dem Mädchen aber noch nicht teilnehmen durften. Die Pfadfinderei war zu einer internationalen Bewegung geworden, die von den zwei unabhängigen Verbänden WASM und WEX organisiert wurde. Obwohl die Pfadfinderbewegung oft kritisiert wurde,
verstand Pipi es, sich nicht von den Kritikern beirren zu lassen und wendete sich direkt an die Jugendlichen selbst. Am zweiten Weltpfadfindertreffen 1924 in Dänemark nahmen erstmals auch österreichische Pfadfinder teil. Im Park von Gödöllő in Budapest, Ungarn, fand das vierte Jamboree mit 26.000 Pfadfindern 1933 statt. ...1937, auf dem fünften Jamboree, das in Holland stattfand, verabschiedete sich Pipi von den Pfadfindern, um sich auf seinen Alterswohnsitz in Kenia zurückzuziehen. Er hinterließ ihnen einen Brief, in dem er ihnen sagte: Der eigentliche Weg, glücklich zu werden, ist der, andere Menschen glücklich zu machen. Versucht, die Welt ein bisschen besser zu verlassen, als ihr sie vorgefunden habt. Am 8.1.1941 verstarb Lord Baden-Powell in Kenia. ...1933 wurde in Deutschland die Hitlerjugend geschaffen und das deutsche Pfadfindertum somit begraben. Im Jahr 1938 wurde die Pfadfinderbewegung in Österreich und in allen totalitären Staaten verboten. Schließlich ruhten alle internationalen Aktivitäten bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Während des Krieges wurde der Pfadfindergedanke im Geheimen hochgehalten und Treffen fanden unter hohem Risiko statt. Trotz der Geheimhaltung wurden einige Pfadfinderleiter gefangen genommen. Papa Täuber wurde des Hochverrates angeklagt und verhaftet. Der Grund war der Briefwechsel mit dem Juden Dr. Alexander Lyon, dem Gründer der deutschen Pfadfinder. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Pfadfinderverbände in den befreiten Ländern mit Unterstützung der Alliierten wiederbelebt. In den Ländern, die vom Krieg verschont geblieben waren, hatte sich die Pfadfinderbewegung weiterentwickelt. Nach den Schrecken des Krieges trafen sich 25.000 Pfadfinder zum 6. Jamboree, dem Jamboree des Friedens, 1947 in Morceau bei Paris, Frankreich. Treffen von Pfadfinderabordnungen der ganzen Welt statt. In der Nähe von Paris entstand eine Zeltstadt für die mehr als 30.000 Teilnehmer aus über 40 Ländern. Schottische Pfadfinder zeigen Tänze ihrer Heimat. Indianische Pfadfinder, wie aus Karl Mays Abenteuerbüchern. 10 Tage lang tauschten die Pfadfinder aller Länder ihre Meinungen und Erfahrungen in zwanglosem und geselligem Beisammensein aus. Die Idee des Pfadfindertums ist jetzt 40 Jahre alt. Lord Baden-Powell gründete die ersten Gruppen. Seine letzte Botschaft an die Pfadfinder der Welt wurde durch Lautsprecher verkündet. Tut alles, was in eurer Macht steht, um Freundschaft zwischen den Pfadfindern aller Völker aufzurichten. Das Jamboree 1951 in Bad Ischl, Österreich, ging als Jamboree der Einfachheit in die Pfadfindergeschichte ein. Rund 800 Mitarbeiter sorgten für einen reibungslosen Ablauf des Jamborees, das 13.000 Pfadfinder aus aller Welt vereinte. Im Jamboree kam auch Lady Baden-Powell und besuchte die österreichischen Pfadfinderinnen. Aus dem finanziellen Überschuss des Jamborees erwarben die österreichischen Pfadfinder ein Gelände mit Haus in Wassergspreng, Niederösterreich, für das Bundesausbildungszentrum. Der Woodpatch-Kurs als höchste Stufe der Pfadfinderleiterausbildung wurde somit bundesweit forciert, um die ehrenamtlichen Pfadfinderleiter für die Jugendarbeit zu schulen. Im Jubiläumsjahr 1957
wurde der 50. Jahrestag der Pfadfinderbewegung und der 100. Geburtstag von BP mit weltweiten Begegnungen gefeiert. ...1976 kam es in Österreich zur Fusion zwischen dem Mädchen- und dem Bubenverband. Seitdem besteht der Name Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs, kurz PPÖ. Zuvor galt es, gemeinsame Ausbildungsmethoden zu entwickeln. Ein Schwerpunkt der Überlegungen galt der weiblichen Minorität gegenüber der männlichen Majorität, damals 1:3. Der Erfolg der Fusion spiegelte sich 1981 auf dem Bundeslager in der Steiermark wider. Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 30 Ländern waren vertreten. Das Bundeslager mit 4000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Donau statt. Future is now war das Motto des 18. Jamborees in Holland. 29.000 Jugendliche aus 166 Nationen nahmen an diesem Treffen teil. Die Anzahl der Menschen, die bisher der Pfadfinderbewegung angehört haben, wird auf 300 Millionen geschätzt. In fast allen Staaten der Welt existieren Pfadfinderverbände. Ausnahmen sind China, Kuba, Macau, Nordkorea, Laos und Myanmar. Unter dem Motto One World, One Promise treffen sich 2007 ca. 40.000 Jugendliche aus der ganzen Welt in England. Durch das pädagogische Experiment von Brownsee haben sich die Pfadfinder zur weltweit größten freiwilligen Kinder- und Jugendbewegung entwickelt. Zahlreiche Friedensaktionen rund um den Globus finden im Jubiläumsjahr 2007 statt. Mit den sogenannten Gifts for Peace wird ein weltweites Zeichen für Friedenserziehung weitergeführt, das auch zukünftig einen großen Wert haben wird.